Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und ich bin unterwegs zu meinem nächsten Overnighter, diesmal in einem Moor. Und das Schöne an dem Moor ist, nicht weit weg von meiner Schlafstelle ist ein alter Friedhof. Das heißt, ich werde halt mit Sicherheit noch schöne Kontakt zu ein paar Moorleichen knüpfen können. Kleiner Scherz am Rande. Also ich freue mich schon drauf und wenn euch interessiert, was mir hier so alles passiert, ich weiß es selber noch nicht, dann bleibt einfach dran. Auf alle Fälle haben wir für November ein Wahnsinnswetter. Es hat draußen ungefähr nur 10 Grad. Und ich bin mal gespannt, wie nicht kalt es in der Nacht wird. Heute befinde ich mich mal in einem Moor. Bei uns in der Gegend ist ein wunderschönes Moor mit kleinen Seen drin. Also echt traumhaft. Und da haben wir im Frühjahr schon mal Survival-Training gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist ja wunderbar. Da machst du mal einen Overnight an dem Platz, den wir da extra rausgefunden haben. Das war eigentlich mein Plan. Ist leider etwas anders gekommen, aber sagt es gleich selber. Das ist also der kleine Friedhof, den ich gemeint habe. Hier haben also mehrere Familiengräber, von Moorleichen quasi. Es gibt auch hier noch ein anderes Grab. Hier war im Zweiten Weltkrieg ein Lager von russischen Kriegsgefangenen, die hier Torf abgebaut haben. Und das ist auch nicht weit weg von meinem Schlaflager. Hier bin ich bei einem der wunderschönen Seen da drinnen. Es gibt hier einen öffentlichen Bereich, wo man also einen Rundgang machen kann. Das ist der nicht öffentliche Bereich. Und der ist eigentlich wunderschön, liegt total ruhig. Hier ist kaum ein Mensch. Hier sind oftmals Vögel. Also wirklich absolute traumhafte Landschaft. Aber schaut selber. Da es ja mal relativ feucht ist, habe ich meinen kleinen Hügel ausgesucht. Ich muss also ungefähr von meinem Parkplatz circa eine Stunde gehen, bis ich dort bin. Und genieße dabei halt natürlich die Landschaft, weil im Herbst ist natürlich so ein Moor absoluter Traum, wie ihr selber seht. Was mir auf meinem Weg auffällt, ist, es wurden ganz viele Jagdstände zum Frühjahr versetzt oder teilweise neu gebaut. Also scheinbar wird hier sehr intensiv gejagt, was natürlich für uns Buschkräfte immer schlecht ist, weil man ja die Jäger nicht unbedingt treffen will oder besser ist, die treffen einen nicht. So, hier ist mein Ziel, dieser kleine Hügel da. Der ist nämlich nicht moorig, sondern normaler Boden. So, jetzt haben wir den letzten kleinen Aufstieg von mir. Thank you.
Oha. Wir haben also einige Bäume geschnitten seit dem letzten Mal. Es wäre eigentlich ein wunderschöner Platz, wenn wir nicht das Problem hätten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Oder auch nicht, dass dort der Jagdstand ist. Und auch das, dass jetzt so viele Bäume gefällt haben, ist hier plötzlich voll entsehbar. Und das ist natürlich scheiße. Leider ist die komplette Deckung von meinem Lagerplatz verschwunden. Da ist also gar nichts mehr da. Das ist natürlich schlecht. Und die haben einen neuen Jagdstand direkt daneben gesetzt, sodass ich jetzt natürlich ein Problem habe und muss mir jetzt ein anderes Plätzchen suchen. Ja, es hat hier ganz schicke Woche, seit das letzte Mal da war. Und hier war eigentlich mein ursprünglicher Lagerplatz. Den haben sie aber komplett alle Bäume geschnitten. Das ist natürlich super einsehbar. Nicht gut. Die Sonne geht schon langsam unter. Das ist natürlich ein absoluter Traum. Herbst ist einfach eine Wahnsinnsjahreszeit. Rucksack passt sich gut in die Landschaft ein, muss ich echt sagen. Kaum zu sehen. So, Freunde, ich bin ja auf der Suche nach einem Schlafplatz für uns, da wir in 14 Tagen hier mit mehreren Leitrassen sind und ein kleines Survival-Training absolvieren. Der Platz wäre eigentlich super. Das Problem ist nur, es ist ein Jagdstand direkt gegenüber und also direkt hinter mir. Und das ist natürlich jetzt gut einsehbar, nachdem die so viele Bäume gefällt haben. Das heißt, meine Suche beginnt wieder von neuem. Ich werde also nächstes Mal nochmal reinkommen müssen und das Ganze nochmal neu prüfen. Weil es ist leider blöd, vor allem hast du jetzt auch nirgends mehr Plätzchen, wo du die hinlegen kannst. Außer dort vorne. Das sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht, aber alles schön voller Moos. Das wäre eigentlich sogar super. Wäre schön bequem, weich. Aber wie gesagt, ist leider sehr einsehbar. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also ist die große Frage, also werden wir uns weiter umschauen müssen nach einem Schlafplatz für uns. Brennt schön genüsslich dahin, aber wie es immer so ist, das ganze Holz ist feucht, egal was du das hernimmst, auch wenn du das von den Bäumen direkt hörst. Ja, schauen wir mal, hoffentlich wird mein Wasser warm. Ich bin mal guter Dinge, dass das klappt.
Wir haben dann also entschieden, die Lagerplatzsuche abzubrechen, da es einfach schon finster war. Dann haben wir stattdessen ein Abendessen gemacht. Und das habe ich dann wunderbar genossen. Und danach kam dann auch noch der Martin auf Besuch und gemeinsam haben wir dann beschlossen, okay, wir brechen heute ab und machen dann in 14 Tagen wieder weiter. Das war's dann heute wieder von mir. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich, wenn es euch gefallen hat, gerne über ein Like freuen. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Video. In ca. 14 Tagen geht es weiter. Ihr könnt also gerne einen Kanal abonnieren, dann kriegt ihr es automatisch mit. Ciao, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.